Papier trifft sich eine Partei, für die es gerade aufwärts geht. Im Bayern-Trend klettert die AfD zu Beginn der wichtigen Wahljahre auf 10%. Martin Böhm will für sie in den Bundestag. Dieses "Wir schaffen das", das geht mir so auf die Nüsse. Der Kontrollverlust des Staates ist das, was den Bürgern Angst macht. Die Quacksalberei der Regierenden mit beschwichtigender Integrationsrhetorik, das ist das, was uns auf die Barrikaden bringt. Auf die Barrikaden bringt die AfD-Wähler gerade die Flüchtlingspolitik und die innere Sicherheit. Im Bayern-Trend sagten 34%, sie finden es gut, dass die AfD den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzen will als andere Parteien. Der Aussage, die AfD hat besser als andere verstanden, dass sich viele Menschen bei uns einfach nicht mehr sicher fühlen, stimmen 47% zu. Die Lösung der AfD? Grenzen zu und schnelle Abschiebung. Aufgabe einer Regierung ist es, unser Land zu schützen. Und wenn eine Regierung das nicht will oder kann, dann muss sie eben abtreten und es denjenigen überlassen, die es wollen und können. Zu Gast in Sonneberg ist Wiebke Musal, Abgeordnete aus Thüringen. Sie sorgte für Schlagzeilen, als sie voll verschleiert im Thüringer Landtag auftrat. Solche Aktionen prägen das Image der Partei.